Ja, leider hat es doch nicht geklappt mit der eSIM. Nach wenigen Stunden ist mein Datenvolumen schon aufgebraucht und ich habe kein Internet mehr hier jetzt. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir irgendwo ein WLAN finden. Ja, das ist alles nicht so gut. 27 Euro umsonst bezahlt. Schade. Mein Nachbar hat mir jetzt so Keile gegeben, geborgt, um das Gelände hier so ein bisschen auszugleichen. Das fand ich sehr nett. Hier der hier aus Zürich. So, erstmal Wasser aufgefüllt hier. Hier ist der Grill. Und noch ein ID-Bus. Hier beim Spaziergang entdeckt. Keine Ahnung, ob der auch noch zu dem Bulli-Treffen kommt. Auch sehr süß. Und wohnt hier gleich um die Ecke von dem Bulli-Treffen-Gelände. Guten Morgen. Ja, heute haben wir auch wieder gut geschlafen auf dem Festivalgelände. Aber ohne Internet ist natürlich schwierig, besonders dann im Hinblick auf den Rückweg. Wenn ich nicht Mautstraßen ausschalten kann bei Google Maps beziehungsweise es gar nicht benutzen kann und wir eventuell an einer Mautstraße vorbeikommen, dann brauchen wir natürlich entweder eine Vignette beziehungsweise jetzt mal im Internet gucken, was noch so anliegt und das vorige Video hochladen. Deswegen laufen wir jetzt zu McDonald's, damit wir endlich mal wieder kurz ins Internet kommen. Bis dann, viel Spaß. Wasser haben wir nicht mitgenommen, weil braucht man nicht wirklich, wenn fast überall ein Trinkwasserbrunnen ist.
So, wir haben das McDonald's gefunden. Puh. Hightech. Ja, das hat leider bei McDonald's nicht geklappt. Eine Stunde Limit und gerade mal bis 5% hochgeladen das Video. Das heißt, ich musste das abbrechen. Und wird das dann wahrscheinlich, also das vorige Video, das jetzige kommt dann auch später und ich werde es dann in Deutschland wieder dann hochladen. Bis dann. Der ist hier auch nicht teurer als in Deutschland und doppelte Menge scheinbar. Oh, der Bach ist hier zu Ende. Yeah, ein Wasserfall. Crazy. Sehr schön. Kilo pro Laufmeter. Mhm. Oh ja. Scheinbar stehen wir gerade auf einem Tunnel. So, und hinter dem Maisfeld, da erscheint Rohrbass wieder. Und da sind die Kühe, die wir vorhin schon von unten gesehen haben. Da müssen wir lang.
zu 100% geladen mit Sonnenstrom. Und jetzt werden beide Handys hier aufgeladen. Output 37 Watt, Input 48 Watt. 40 Watt. Immer mal wechseln, 52 Watt. Geht ja hin und her hier. So, alles wieder clean. Dann hätte ich jetzt trinken und essen gehabt. Sehr angenehm. Eine Dampferfahrt auf dem Rhein, wie ihr gesehen habt, haben wir heute auch schon gemacht und alles in allem ein sehr schönes Bulli-Treffen, sehr familiär und kann man nur weiterempfehlen. Sehr herzliche Organisatoren und ist auch der Ort Rohrbass hier, ist ganz hübsch, um mal einen Spaziergang zu machen. Dann die Töss, dieser Fluss, da kann man mal seine Beine reinhalten bei heißem Wetter. Das ist echt empfehlenswert und ja, kann man mal wieder machen. Gut, wir werden jetzt mal einkaufen, Grillzeug und das dort, da ist auch ein Grill mit Holz, habt ihr vielleicht auf einem der Videos oder Fotos schon gesehen, benutzen und da einfach Grillfleisch drauflegen und zack, können wir heute ordentlich Fleisch essen heute Abend.
Bis dann. Ja, mein Sohn hat mich gerade darauf aufmerksam gemacht, dass hier ein Gravelbike steht für 3000 Euro oder Franken unangeschlossen. Und das sagt einiges über das Sicherheitsempfinden hier in der Schweiz. Ja, yeah, ich habe jetzt eine Autobahnvignette. Wie Schweizer Geld aussieht, habt ihr ja schon gesehen, auch den Schein. Und so sieht die Vignette aus von der Schweiz. Ja, yeah. Und dann kann auch die nächste Reise in die Schweiz, ins Tessin, ohne Bedenken kommen. Bis dann. So, wir haben eingekauft Fleisch, Schweizer Fleisch, 8,99 die Spieße. 8 Franken, 99 Rappen, bis 5,99 die Hühnerflügel. Zum Grillieren. Genau, dann können wir grillieren heute. Und so was typisch Schweizerisches, Socken. Haben wir uns gekauft bei Aldi. Jeder ein Paar. 1,99, das geht natürlich, ne? Das ist okay. So, naja, mit diesen Eindrücken beende ich das Video mal und dann morgen fahren wir zurück nach Deutschland und dann melde ich mich nochmal mit einem Rückfahrtvideo. Bis bald.